Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Gesagt. Bruder, yeah, ich würde sagen, eine kleine Review, wir haben einen wunderschönen Abstellraum. Wow. Vollgestellt. Selten so geilen Abstellraum. Vollgestellt mit einem möglichen Scheiß. Erstmal Kartons und sowas, damit ihr seht, dass wir voll im Umzugstress sind. Ja, wir haben es fertig geworden. Das ist der Grund, warum wir zurzeit nichts hochgeladen haben und ich zurzeit nichts hochgeladen habe. Deswegen, Schuhe! Schön cool, dass man hier direkt was abstellen kann, weil mir ist da was zu holen. Er hat alles Platz, Cosplay-Schuhe, normale Schuhe, gute Schuhe, Sportschuhe, bla bla. Und Oh, ein kleiner Ständer. Hier in unserem wunderschönen Flur. Mit Styropor. Das ist einfach nur alles voll noch ein bisschen hier. Das ist jetzt der ganze Müll, den wir haben. Wie gesagt, damit ihr es sieht, dass er wirklich Umzugsstress ist. Hier, das wunderschöne Bild hat das fast ganz alleine aufgehangen. Fast ganz alleine, ja. Wir haben noch ein paar Kartons und hier haben wir ein wunderschönes Badezimmer. Oh, das Badezimmer. Da gehen wir doch mal rein. Ein wunderschönes Badezimmer. Es sieht noch einigermaßen aufgeräumt aus. Mal gucken, wie lange. Schauen wir mal, wie lange. Ui. Alles geil, nein. Im Endeffekt ist es einfach alles hier. Normal einfach ein Ding ist, das hier wurde vom Vorvormieter noch eingebaut. Ganz praktisch eigentlich. Aber ich glaube, das hat da irgendwo ein Loch drin, weil ich nämlich letztens auch so eine riesen Pfütze hatte. Das ist schon scheiße. Dann gibt es weiter ins Allerheiligste. Ins fast Allerheiligste. Fast Allerheiligste. Hier sind noch so ein, zwei einzelne Sachen. Und ich sieht es noch ziemlich leer aus. Aber ich glaube, ich werde mir den großen Schrank meiner Eltern besorgen, um halt hier ein bisschen was reinklatschen zu können. Weil Kleiderschrank ist nämlich ziemlich überfüllt. Das ist komplett voll geklatscht. Da ist leider nicht mehr viel Platz für irgendwas anderes drin. Und guck mal, voll Luxus, zwei Betten, ein Doppelbett und ein Einzelbett. Ja, die Chicas und Chicas, das ist das. Der Vormieter hat das drinne gelassen, mir ist egal, ich verkaufe das Ding einfach. Und das kurz natürlich sind die Hasenkartoffeln hier. Ja, die Hasenkartoffeln. Die sind mega cool. Oh, guck mal, noch ein schönes Bild. Noch ein schönes Bild haben wir hier. Auch Aufgaben heute noch. Super viel Stress, super viel Hektik und sowas. Ja. Und hier haben wir, falls euch wundert, dass es kein Klo gab, wir haben noch ein zweites Klöchen. Hallo Toilette. Hallo Toilette. Und jetzt kommen wir zum zweitwichtigsten Zimmer, den ich hier habe. Das ich hier habe. Du hast den ich hier habe gesagt. Jenes ich habe. Hui. Das ist mein kleines Bastelzimmerchen im Endeffekt, wo ich jetzt wirklich wieder alles mögliche scheiß. Weil ich habe keinen Bock, alles durch die Gegend fliegen zu lassen, wieder ein Styrodor, hast nicht gesehen. Deswegen ist das hier so ein kleines Basteln, so ein Hobbyraum. Aber Leute, wir müssen euch mal kurz was zeigen. Im Skyline sind zwei ganz, ganz doofe Sachen passiert beim Umzug. Einmal das Windradschuhwickeln ist kaputt gegangen. Ja. Und die Halo-Rüstung. Die Halo-Rüstung, da seht ihr es, auch kaputt. Ja, wo ich im Überlegen war, ob ich die Flügel wieder abmache oder ob ich die dran lasse oder sowas, weil da wird ja noch eine Waffe angeschraubt. Das Licht kann man zum Beispiel hier schön verstellen, das ist total toll. Und noch eine dritte kaputte Sache, das Glas von dem schönen Kakashi-Bild ist auch kaputt. Ja, das ist auch kaputt, das wird auf jeden Fall komplett neu gemacht, also sprich, der Poster wird neu geholt, dieses Glasding. Ja, hier sind so ein paar, erstmal so Sachen, hier kommt noch ein Regal hin, das ist hier nochmal meinen Eltern. Das Ding hält hier nicht so viel aus, deswegen steht halt nur mein dickes Gewehr drauf.
Mit den Dog-Tags. Mit den Dog-Tags. Dog-Tags. Ja, noch ein paar Bilder. Stiko, du stehst, Skyline, du stehst vor den Dog-Tags. Kenn ich ja nichts früher. Jetzt. Dog-Tags. Das war mein damaliges Zeichen irgendwie gewesen. So in das Chico-Zeichen irgendwie. Keine Ahnung. Die werden noch irgendwo aufgehangen, ich weiß noch nicht wo genau. Aktenschrank, bla bla, alles pipapo, hier unten drunter sind alle wichtigen Dokumente und sowas drin. Leute, seht ihr das? Seht ihr das? Der Englischstuhl steht auf dem Kopf, da sieht man schon, was er davon hält. Nein. Ein paar andere, eine neue Waffe, die ich angefangen habe, zum Vergleich zu der alten. Ich finde beide geil. Da habe ich neu angefangen, das gleiche habe ich auch mit der BR da hinten vor. Und jetzt, wie gesagt, ist alles am Basteln. Hier kann ich ruhig auf diese Tische weiter rumkratzen, rumschneiden, dass sie so mal ein Helm werden. Das hier war eine Experimentierwaffe im Endeffekt. Einfach nur, um zu gucken, wegen Größe, Form und Gold. Farbentechnisch habe ich ein bisschen rumexperimentiert. Dieses Ding hat hier zum Beispiel 6-7 Schichten oder sowas drauf. Aber das ist eine andere Sache jetzt. Wenn ihr mal gerne mal sowas sehen wollt, wie man es richtig baut, könnt ihr mal gerne sagen, wie man es richtig baut, wie man sowas macht. Kann man es gerne mal sagen. Kann ich mal gucken, dass ich sowas hier mal... da steht was in der Ecke. ...richtig mache. Hier haben wir die Rüstung sozusagen. In ihrer Rohform. Hier sind noch ein paar Papiere, bla bla. Das ist mein Bastelzimmer. Und da steht meine Tasche mit meinen Karten. Ich weiß nicht, wo ich das hin machen soll oder sowas. Und mein Stativ hier. Hallo Stativ. Und ja, das ist das Zimmer. Ja, da mein Chico. Und Herr Wall ist in deinem Zimmer. Jetzt in die Küche. Alles klar, in die Küche. Auch von vorne sind noch drin. Ich glaube, der Chico hat Hunger. Der Chico hat Hunger, ja. Alles noch drin gelassen. Da vom Wochenende unsere leeren Getränkedinger. Wir hatten so wenig Zeit irgendwie. Wir hatten, waren nur am Stress. Das könnt ihr alles auf Facebook-Exklusiv-Videos sehen. Alles vollgestellt schon mal hier. Ich habe sogar eine Kaffeemaschine. Ich habe keine Ahnung, wofür ich eine Kaffeemaschine habe. Ich trinke nämlich gar keinen Kaffee. Ich habe riesen viel Platz in der Küche, so viel Abstellplatz und so eine große Arbeitsfläche, dass viele neidisch waren schon, dass, oh, jetzt kannst du richtig kochen, aber ich koche nicht. Wofür soll ich kochen? Warum soll ich mich 30 Minuten hinstellen und 5 Minuten was zu essen? Mach ich nicht. Sehr uninteressant, aber sehr schön Tapete, finde ich richtig cool gemacht, dass sie sowas hier mal so ein bisschen Abwechslung reingeklatscht haben. Das war schon von Anfang an so. Finde ich mega cool. Und gehen wir jetzt zum allerwichtigsten Zimmer, was ich habe, natürlich. Wie kann es anders sein? Das Wohnzimmer! Und man wird direkt begrüßt. Beim gruseligen Bild. Ein schönes Michael Jackson Poster. Es ist weitgehend alles fertig. Das hier, wir hatten noch eine zweite Wohnwand gehabt. Aber fehlt noch irgendwie die Hälfte an Sachen, das habe ich auch schon mal erwähnt in dem Exklusivvideo von Facebook. Gerne mal reinschauen, mal drauf gucken. Ist alles sozusagen hier vorhanden, bla bla. Deswegen steht auch erstmal das hier. Normalerweise ist das Zimmer ja ziemlich schwarz-weiß gehalten, wie man hier schön linksrum sehen kann. Eine wunderschöne neue Wohnwand. Ein Scheiß, das Ding aufzubauen, Leute. Autsch. Überlegt euch das dreimal, ob ihr das wollt. Es ist ein wunderschönes Ding. Das Schöne ist, du schraubst halt wirklich nichts an die Wand dran, weißt du? Du hast alles schön. So, wir können ja mal hier genauer, wenn der Chico mich macht. Aber ja. Weißt, das ist mein Spiel? Yeah, Warcraft. Ui. Natürlich kompletter Halo-Fan, das muss alles sein hier. Ja, yeah, Legende der Wächter. Oh nein, er ist umgefallen. Zombie. Dann hier die Spiele, ganz, ganz viel. Scheiß an Spielen. Da unten sind die PS1 und die PS3. Ja, die haben erstmal einen schönen Platz. Und wir haben einen blöden Denkfehler gehabt, also ich habe einen blöden Denkfehler gehabt. Er hat es im Endeffekt erst richtig rum angehalten. Ich habe aber gesagt, nee, mach's andersrum, ich will unten das die Xbox dran machen. Problem ja, unten ist natürlich eine Klappe. Jetzt muss ich mir schön einreden, dass die Katzen dann wenigstens nicht drankommen und das Ding nicht so schnell verstaut. Ansonsten haben wir jetzt hier unten die Konsolen stehen. Die ganz, ganz wichtige Xbox One und die fast ganz, ganz wichtige Xbox 360. Genau, die haben wir beide hier stehen, die Controller total an der falschen Stelle im Endeffekt. Aber das ist ja auch egal. Das ist das hier. Die Lampe kommt auch noch in ein anderes Zimmer. Richtig, die Lampe kommt hier irgendwo. Ja, ich habe die Lampe gemeint, so, wo du vorstehst. Die kommt ins Schlafzimmer noch rein. Ich brauche jetzt mal eine Lichtquelle hier, sonst habe ich keine. Und weil das Ding da kommt noch da dran. Richtig, weil ich nämlich hier, wie gesagt, ich bin auch mitten, noch gerade so dran. Die hier Dinger, die müssen noch hier dran geklebt werden. Dann muss ich gucken, ob das von Stromkabel überhaupt bis da hinten hinreicht. Jetzt sind wir wieder auf dem Weg zurück.
Hier noch ein bisschen, da oben haben wir die Sniper Ghost Warrior 2 Platz gefunden. Da Darkness und Mass Effect. Und dann ist noch ein bisschen Panflöte. Die schöne Panflöte, die ich ein bisschen spielen kann. Ich kann es wirklich ein bisschen spielen. Da ist ein Hund. Meine gute alte Jessie. 2013 von uns gegangen, fast 15 Jahre alt geworden. Wir mussten dann einschläfern. Und Clumanda passt und aufs WLAN auf. Das Wichtigste ever, das. Ich muss eigentlich gar nichts mehr. Es ist Clumanda, Leute. Und Clumanda passt aufs WLAN auf. Clumanda hier hin, Arschnecken. Kratzbaum! Den wir umgebaut haben. Den wir ein bisschen umgebaut haben, ja, weil so ein Teil gefehlt hat eigentlich. Damit man jetzt nicht denkt, dass sie voll Schiss hat und sowas. Na, no, sie doch nicht. Ja, guck dir das mal an. Schlabber. Dann haben wir hier noch ein bisschen die Trennwand hingebaut. Das weist sich jetzt von diesem wunderschönen Sofa aus und diesem wunderschönen Tisch, den wir auch dazu gekauft haben, den wir da aufnehmen können. Dann kann ich das irgendwie in den Hintergrund stellen, wenn ich so Facecam mache, dann sieht man wenigstens sowas hier ein bisschen im Hintergrund. Und wenn wir zu zweit nett zocken, können wir uns einfach davor setzen. Genau. Das kann man auch mal, dann zum Beispiel mal hier nochmal Let's Talk in Ruhe machen will und sowas, dann kann man das hier alles machen. Dieses wunderschöne Sofa hat mir der Vormieter auch drunter gelassen. Was nur dann bequem ist, wenn man es ausklappt. Ich finde es auch so bequem. Wir haben auf jeden Fall schiebende Füße. Und, tut mir leid! Sandschuhe auch schon, Computer schon hingestellt, wie gesagt, alles erstmal so. Das ist jetzt prophylaktisch, auch das Internetkabel hier. Das ist prophylaktisch erstmal dran liegen, weil ich noch keine Internetadapter habe. Da bin ich schon drüber gestolpert. Ja, weil es ja auch so wenn du nicht dran denkst und nicht drauf achtest. Du denkst ja generell nicht. So, das ist jetzt ein anderes Thema. Und du bist so viel besser, oder was? Ja, müssen wir hier nochmal abstauben. Das ist nochmal der Schreibtisch, den wir auch dazu geholt haben. Es war ein fucking Stress. Wie gesagt, auf Facebook exklusiv Video ist alles zu sehen. Ja, das war so eine kleine Room-Tour. Da kommt, wie gesagt, noch eine riesengroße Fototapete von sowas ähnlichem wie das da dran. Das da? Richtig. Kommt nochmal sowas ähnliches. Erstaunlicherweise war das Ding von einem Nagel gehalten. Ja. Wir haben eine Scheiße gebaut, und zwar richtig. Dann würde ich sagen, das war meine kleine Roomtour. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht nochmal anders machen würdet, wo ihr was anderes hinhängen würdet, was ihr anders aufstellen würdet. Zum Beispiel hier. Frei. Ich habe noch ein bisschen was Platz. Also wenn ihr Ideen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten wird es demnächst wieder losgehen. Mein Roxy ist immer noch nicht da. Also ich kann immer noch nicht sagen, wann ich das hier aufnehmen kann. Deswegen werde ich erstmal derweile meine Stream-Videos auf Twitch hochladen auf YouTube. Das geht ja in der Art und Weise. Ich werde das erstmal so machen, damit wir überhaupt irgendwie mal Folgen hochkommen. Ich habe 2 weitere Abonnenten dazu bekommen, obwohl nichts hochgeladen wird. Das finde ich richtig cool. Danke, Leute, dafür nochmal. Ich werde diejenigen auf jeden Fall anschreiben, falls sie sich... ja, falls sie es öffentlich gemacht haben. Ansonsten war es erstmal das ganze Geschisse hier. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich auch nochmal online. Ciao!